Hallo meine lieben Überlebenskünstler und Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen zurück bei Endzone, A World Apart mit unseren endzeitlichen Babyboomern. Ich habe völlig vergessen, den guten Shangalar noch mit in unsere ja, kleine, illustre Kommune zu packen, weswegen ich jetzt hier, genau, Shangalar, das hier bist du. Shangalar, hast auch noch eine Chance jetzt hier quasi erwachsen zu werden. Und eine äußerst sinnvolle Überlebenstätigkeit hier durchzuführen. Warte mal, da sehen wir jetzt tatsächlich Leute, die jetzt mal hier zur Arzt gehen. Oha. Ah, wir sehen, also die bleiben dann einfach da stehen. Man sieht die da noch. Die sind einfach nur in diesem... Das scheint so eine Art Theke zu sein oder sowas. Die wir jetzt hier nicht so richtig sehen können. Aber da werden die jetzt offenbar... gerade eben versorgt hier mit Medikamenten. Ja, wir haben immerhin genug davon. Wir könnten damit nochmal eine ganze Gruppe an Überlebenden hier versorgen. So, und jetzt warten wir nur darauf, dass wir genügend Metall haben. Und dann haben wir die Raffinerie. Oh yeah. Allerdings muss ich auch mal schauen, wie jetzt hier noch die Wohnsituation ist. 16 von 25. Wenn das so weitergeht. Oh Gott, wir haben immer mehr Erwachsene. Ich weiß nicht, wohin damit. Ja, komm, noch mehr Schrottsammler. Ich würde aber mal sagen, und auch noch mehr Förster. Wir fangen jetzt an, hier eine richtig krasse Siedlung aus dem Boden zu stampfen, meine Damen und Herren. Aber wir waren ja auch dabei, hier unsere Wassersituation nochmal zu überdenken. Ich erinnere mich. Denn wir schaffen es derzeit nicht, mehr Wasser aufzubauen. Und das ist ein bisschen bedenklich, nennen wir es mal so. Wasser. Wir brauchen... Warte mal, ich kann auch Bewässerungsanlagen machen. Oh, nice. Gut, die Frage ist, ob ich das jetzt hier gerade eben so dringend brauche. Und ihr seht auch, da muss man die Felder komplett anders planen. Naja, gut zu wissen. Eine weitere Zisterne soll es werden. Wobei ich vorher einen Holzsteg gerne hier planten möchte. Das hat so. Da mache ich den Holzsteg hin. Ich suche den sinnlosesten Ort für einen Holzsteg. Hier. Ich liebe es, ohne Witz. Das ist einfach mein Humor. Dann gehst... Geht das? Ja, hier geht das. So. Und dann müssen wir natürlich uns noch um die Logistik kümmern. So, und die Logistik läuft so darüber, wie wir gerade eben hier sehen können. Auch hier sollte man vielleicht noch den Weg zu Ende führen. Und auch hier makes sense to me. So. Da wird auch hier gerade eben schon kräftig dran gearbeitet. Und wir bekommen wieder eine Dürre. Ja, momentan hält sich in Grenzen. Boah, wir haben 7 kranke Siedler. Aber unsere Gesundheitssituation bleibt positiv. Wenn ich das mal so sagen darf, kann ich die Person da drin echt anklicken tatsächlich. Wir haben leichte Verstrahlungen durch die mangelnde Ausrüstung letzten Endes. Hier fehlt auch nicht mehr so viel. Da los. Na toll. Der Siedler, der das jetzt hier machen soll, leidet an einer Krankheit. Kann ich nicht irgendwie da sagen, jemand anders soll den Job noch übernehmen? Das ist ja momentan jetzt hier gerade eben echt ein bisschen ungeschickt. Vielleicht ändert sich das Ganze jetzt hier nochmal. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Das Spiel scheint hier wirklich dann die Leute doch festzusetzen an ihrem Job. Was ist, wenn ich jetzt schon 2 Sondierer jetzt hier ernenne? Irgendwie noch einen weiteren Sanitäter? Nee, kann ich auch nicht. Ich frage mich jetzt gerade eben, wie lange die brauchen, bis die genesen. Das fände ich jetzt persönlich schon sehr cool zu wissen. Momentan wirkt es auf mich so, als ob ich in so einer Sackgasse feststecke, ne? Weil die jetzt hier unter Quarantäne stehen. Geht hier einfach nichts mehr voran.
wie so eine Sackgasse gerade eben so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, die Leute heilen. Doch, sie heilen mit der Zeit. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall hier wieder abgeschlossen. Die sind einfach eine Weile drin. Also wie gesagt, ich fände es halt cool, wenn man sehen könnte, wie weit die jetzt hier schon fortgeschritten sind. Es ist noch so ein bisschen, was die Transparenz angeht, ausbaufähig. Was das Spiel angeht. Ich möchte gern... Oh, mehr Wassersammler haben. Jawollo. Da drüben geht's jetzt schon los. Wir können mehr Wasser sammeln. Kann ich jetzt eigentlich noch mehr als 10.000 Wasser sammeln? Ah, die verteilen sich jetzt hier auf beide Posten. Was jetzt nicht unbedingt notwendig wäre, aber sie tun es. Also man sieht, die sind nicht wirklich, also eigentlich überhaupt nicht auf eine besondere Position festgelegt. Gehen wir mal mit dem Schrottsammler runter, machen wir lieber nochmal ein paar Wassersammler. Jäger brauche ich auch nicht so viel, wir haben so viel Nahrung. Ja, das ist okay so. Bauern brauchen wir auch nicht so viel. Lieber Wassersammler. Ich will, dass jetzt hier, bevor die Dürre kommt, unsere Wasservorräte schon bei 5.000 sind. Man weiß halt nicht, wie das auf uns jetzt reagiert, wenn es dann soweit ist, ne? Und wir dann nichts mehr produzieren können oder zumindest nicht mehr so ohne weiteres. Kneipe könnte man noch errichten. Haben wir noch nicht. Schneiderei, Werkstatt. Wir brauchen noch mal eine weitere Schneiderei. Situation erfordert es halt leider. Wir brauchen eine weitere Schneiderei. Oh Gott! Überall Strahlung im Boden. Überall Strahlung. Ich bin gespannt, ob das so bleibt oder ob man die Strahlung irgendwann mal finden und ja, also dann halt reduzieren muss. Sonst laufen die Leute halt permanent über die Strahlung. Ne? Das wäre ja auch irgendwie interessant und herausfordernd. Oh, ihr seid ganz schön contagious hier. Dieses Gebäude produziert kontaminiert. Ja, da tue ich mal hier, würde ich mal sagen, Gebäude ausbauen. Dafür sorgen, dass es nicht mehr so kontaminiertes Zeug produziert. Kann nämlich den Kram filtern. Warum habe ich nur noch 10? Achso, jetzt habe ich... Die Leute sind plötzlich übrig. I see, dann komm, dann mache ich aus euch allen kurz mal Bauarbeiter. Und jetzt haben wir bald genügend Metall. Metall ist da. Und dadurch können wir jetzt hier die Raffinerie fertigstellen. Sehr gut. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich gerade eben immer so komische Slangs benutze. Ich habe manchmal so Phasen. Ich bemerke es selbst. Aha, da ist die Raffinerie auch schon fertig, wie ich sehe. Ja, das Lustige ist, das brauche ich bei diesen Sondieren nicht mehr, weil die machen jetzt eigentlich alles. Nee, was... Warte mal, ist das jetzt hier? Produktions... Ah, nee, Produktionslimit, okay. 30. Ich sehe also, wie viel ich habe. Ja, dann kann ich diesen Job hier tatsächlich mal beenden. Und der Job hier kann gemacht werden. So, jetzt sind potenziell schon 20 Wasserträger drin. Zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht es noch ein bisschen anders aus. Mehr Sondierer, bitte. Hoffe ich mal, dass wir jetzt hier dadurch... Oh, jetzt fangen wir überall an Sachen an zu sammeln. Krass. Das Ding hier macht so einiges her, wie ich gerade eben sehe. Das gefällt mir. Noch ein weiterer Sondierer. Gut, ich glaube, ich werde, glaube ich, im selben Maße Sondierer wie Schrottsammler brauchen. Ich könnte Wasser bekommen und... Mais. Wenn ich noch 14 mehr Siedler hätte. Ja, die werde ich in einer Stunde hinbekommen. Ha, ha, ha. Das ist ein bisschen optimistisch gedacht, würde ich mal behaupten. Oh Gott, es ist trocken. Jetzt ist die Trockenheit da.
Und hier muss ich jetzt, sobald es gebaut wurde, hier fehlt eben noch Schrott und Holz. Aber sie bringen es gerade eben alle, na, da kommt hier gerade eben die Karawane. Mit all den tollen Sachen. Woraus wir dann hier endlich einen zweiten Wasserturm bauen können. Und der kann dann auch mehr Wasser ansammeln für nach der Krise. Wir wollen ja einfach nur, dass das Ganze hier nachhaltig bleibt. So, zack, zack. Genau, baut schön. Nochmal zwei weitere Wassersammler. Nicht, dass die jetzt hier gerade eben dringend notwendig wären. Und zack, zack. Nochmal ein weiterer Schrottsammler. Ach komm, wir machen nochmal einen weiteren Schrottsammler. Wir brauchen jetzt eine Menge Schrottsammler. Ich aktiviere jetzt hier die Filterung. Und auch hier werden wir einen Regenspeicher bauen, der zu diesem System hier hoffentlich noch sinnvoll beitragen wird. Ach, und jetzt ist endlich die Dürre vorbei. Die Dürrezeit ist rum. Da stirbt vor Freude gleich wieder jemand. Naja, vor Freude glaube ich eher nicht. Ist gleich ertrunken, wisst ihr? Weiß nicht mal, wie man mit Wasser umgeht. Wie so ein Truthahn nach draußen gegangen und nach oben geguckt, Mund auf, so lange voll gelaufen, bis es vorbei war. Kneipe wäre nicht schlecht. Eine Kneipe produziert Bier, Schnaps oder Joints. Aha! Die von Siedlern konsumiert werden können, um ihre Zuversicht zu stärken. Also ich bin ja mal gespannt, ob man dafür irgendwann mal auch bestimmte Ressourcen abbauen muss. Das würde die Sache natürlich dann umso spannender gestalten, wie ich finde. Also wenn du dann wirklich bestimmte Sachen überhaupt produzieren musst, um es haben, also um es überhaupt ja weiterverarbeiten zu können. Ne? Ihr versteht schon, wie ich meine. So, das ist jetzt ja die nächste Aufgabe. Wir produzieren ab jetzt unser eigenes Bier. Ist das dann schon Craft Bier oder? Ah nee, wir bleiben schon beim deutschen Reinheitsgebot, oder? So. Dann bitte dahin. Jawollo. Und das ist alles hier sehr, sehr schön umringt. Die haben ja nichts mehr zu tun. Das ist natürlich jetzt blöd. Hui. Da drüben ist eine ordentliche Siedlung zum Abbauen. Ist aber auch ein langer Weg. Also das heißt, da werden wir eine Menge Arbeitskräfte brauchen, damit die hier effizient sind. Ich denke, dass aber diese Bauern, die wir momentan haben, ewig reichen. Dann mache ich jetzt dann doch lieber einen weiteren Schrottsammler. Wir haben zwar immer noch eine Menge Schrott, wir haben auch eine Menge Werkzeuge, aber es ist immer noch hier. Es mangelt uns immer noch an Materialien. Oh, die produzieren auch kontaminierte Nahrungsmittel. Ich hoffe nicht mehr allzu lang. Okay, jetzt scheint es keine Konter. Also das Spiel scheint diese kontaminierten Nahrungsmittel erst dann zu bemerken, wenn wir sie im Grunde selber feststellen, habe ich so das Gefühl. So. Oder vielleicht sind sie trotzdem kontaminiert, aber wir wissen es dann halt dadurch, dass halt auf dem Gelände halt was ist. Das kann auch sein. Ah, das ist jetzt auch schon bald jetzt hier fertig. Wir essen eigentlich die ganze Zeit nur Pekannüsse und Paprika und Fleisch. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenschmeckt. Ich stelle mir die Frage, ob ich es überhaupt wissen will. Wow. Wollen wir das hier mal kurz ein bisschen beobachten? Ja, werkeln. Ja, die machen jetzt richtig Zeug hier. Sehr, sehr schön. Wir produzieren jetzt all die wertvollen, tollen Sachen, die man braucht. Jetzt brauchen wir mehr Wasserdudes. Oh, da drüben hat es tatsächlich Wildtiere. Was macht denn unser Jägersmensch?
Ja, wobei hier gibt es noch genügend zum Jagen, wie ich gerade eben sehe. Es ist ja voll der Wildpfad. Guck mal, die Tiere halten. Ja, ich wollte gerade schon sagen, sie halten sich an die Verkehrsregeln. Nein, tun sie nicht. Und deswegen erschießen wir sie auch. Muss das hier noch gebaut werden? Das hier ist fertig, also kann das hier weg. Und das ist jetzt hier die nächste Schneiderei, die wir auch ganz dringend brauchen. Ich kann echt nur überlegen, ob man nicht sogar jetzt hergehen sollte und richtig Hardcore-Schutzanzüge bauen sollte. Komm, das machen wir mal. Wir haben zwei neue Schneider. Und ich würde behaupten, dass es für uns möglich ist, diese Schutzanzüge zu bauen. Wir haben 15, 6, oh Gott. Das Ding ist jetzt, glaube ich, bald echt überlastet, oder? Ne, nicht der Friedhof, ich meine. Nicht mehr so viel. Also ich sollte definitiv nicht mehr noch mehr Gebäude bauen, bei denen die sich noch mehr vermehren können. Ich hätte es nicht Mörpinken, sondern Karnicklingen nennen sollen. Wo baue ich denn jetzt das hin? Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so doof. Dahin. Ach, wie verstrahlt das Leben doch sein kann. So, also wir bereiten uns nur schon mal quasi auf die nächste Generation an Arbeitskräften vor. Noch mehr Schrottsammler und noch mehr Sondierer. Willkommen im Industriezeitalter, meine Damen und Herren. Die sind hier schon ordentlich fleißig am Start. Sind auf jeden Fall schon bei 65. Aber ihr seht, ne, das müssen Erwachsene sein. Das ist gemeine. Nee, warte mal, wir sind bei 56. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan. Tut mir leid. It's over 9000. Ach so. Ja. Ich hab, hier ist das Achievement. It's over 9000. Also irgendwie, glaube ich, an Ressourcen, die man sammelt. Sobald man dann irgendwie 12. Sobald man 10.000 Ressourcen gesammelt hat, bekommt man das. Das ist ja über 9.000. Ne? Und ich bin jetzt bei 6.000, das ist sozusagen der Zwischenschritt dahin. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier quasi das Wassersammeln ist. Ich schätze mal, es ist das Wassersammeln. Dass wir jetzt hier einfach mal weiter vorantreiben. Na, ja, leider stirbt wieder jemand. Oh, und unser Wirtshaus ist fertig. Und jetzt kann ich entscheiden, was die hier machen sollen. Ah, jetzt sehe ich es. Ich brauche tatsächlich explizit Dinge. Ja, dann muss ich jetzt tatsächlich Getreide hier anbauen, sonst gibt es kein Bier, Leute. Wir brauchen Getreide. Die nächste Fuge wird Getreide werden. Für Schnaps brauche ich was? Und Schnaps. Das ist nichts, was es hier gibt. Schnaps wäre. Und das sind Kirschen? Ist das ein Kirschschnaps oder sowas? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. 10 von. Bläh. Nee, das ist nichts, was ich bis jetzt anbauen kann. I don't know. Und was für ein Weed ist das hier? Sieht aus wie eine Hanfpflanze. Kann ich hier nicht anbauen? Hier kann ich sie anbauen, ja. Okay. Also ich könnte tatsächlich denen jetzt hier Hanf anbauen. Das machen wir natürlich nicht. Wir machen Bier. Ich will noch mehr Wasser. Wir sind nämlich jetzt auf dem besten Weg, jetzt hierhin die 10.000 Wasser anzubauen. Und ich denke, dass ich jetzt auch mal über eine Bewässerungsanlage anfange nachzudenken. Jetzt frage ich mich halt quasi, was der Sinn und Zweck von Bierproduktion letzten Endes ist. Also ich meine, was bewirkt es im Spiel? Also jetzt nicht so in echt. Ich weiß schon, wozu man Bier produziert. Oh Gott, ey, das Gewusel ist real, Leute. Es ist real.
Und es wird immer krasser hier. Immer mehr Kinder. Geht immer weiter. Wir sind noch 4 Leute entfernt, hier eine richtig große Bevölkerung zu haben. Das Ding ist auch fertig. Es ist sogar voll. Ja, ich würde einfach mal sagen, es ist einfach mal wieder ein guter Punkt, um zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir brauchen wieder einen Lehrer, verdammt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und ade.